war er aber doch. Ein beschissenes Knallrot. Naja, wenigstens war es draußen dunkel. Konnte also kaum auffallen, oder? Glitt an die Ampel in Notting Hill Gate heran. Die Fahrt war traumhaft. Als ich wartete, bis es grün wurde, hielt ein blauer Mazda neben mir. Voll besetzt mit Brothers. Rap dröhnte heraus. Meine Scheibe war unten. Der Fahrer musterte mich, sagte, »Bro, das ist voll die krasse Farbe.« Ich nickte. Er reichte mir einen Joint rüber, sagte, »Wahnsinnskarre, Alter. Du hast es voll drauf.« Ich nahm den Joint, inhalierte tief. Die Ampel schaltete auf grün und der Fahrer ließ den Motor aufheulen, sagte, »Ohren steif, Meister!« Das Dope wirkte und die Sicht verschwamm. Fast hätte ich im Kreisverkehr an Elephant and Castle einen Radfahrer überfahren. Er schrie Obszönitäten und ich antwortete, »Bleib cool, Bruder!« Als ich im St. Thomas ankam, parkte ich auf einem der Plätze, die Ärzten vorbehalten sind. Ein Uniformierter kam auf mich zugestürzt und schrie, »Hey!« »Ja, bitte?« »Das ist für Ärzte reserviert. Ich bin Arzt.« »Was? Wie viel rauchen Sie pro Tag?« »Du lieber Gott, Mann, sind Sie blass. Wann haben Sie zum letzten Mal ein EKG machen lassen?« »Ich.« »Und streichen Sie die Burger von Ihrem Speiseplan, sonst bleiben Ihnen keine 6 Monate mehr.« Ich marschierte an ihm vorbei, was sich durch das Dope allerdings eher anfühlte, als würde ich sanft schweben. Draußen vor der Intensivstation traf ich Patel. Er gab mir nicht die Hand, sondern begrüßte mich mit einem Vorwurf. »Sie sind stoned.« »Na und?« »Das scheint mir kaum angemessen.« »Ist Brioni bei Bewusstsein?« »Nein.« »Also was für einen scheiß Unterschied macht es dann?« Erst jetzt merkte ich, was für eine ungeheure Wut in mir steckte. Das alte Syndrom, das die Überbringer schlechter Nachrichten das Leben kostet. Er sagte, »Wir haben ihr den Magen ausgepumpt. Sie hat 79 Paracetamol geschluckt.